Freunde, was geht ab? Gerade eben am Mittwoch um 16 Uhr hat Rockstar Games vollkommen überraschend das neue große GTA Online Sommer-Update angekündigt. Und in diesem Update werden wir selber in die Rolle eines Kautionsvollstreckers bzw. eines Kopfgeldjägers schlüpfen. Und außerdem werden wir auch in unserem Polizeicruiser neue Abenteuer mit dem Polizisten Vincent erleben. Da kann man dieses Update tatsächlich in gewisser Weise als Polizei-Update benennen, da wir für die Polizei arbeiten und Straftäter ins Gefängnis bringen und naja, wir natürlich auch noch mit dem Polizisten Vincent zusammenspielen. Was Rockstar Games alles angekündigt hat, welche neuen Screenshots es gibt und noch weitere sehr interessante Details erfahrt ihr in diesem Video. Deswegen würde ich jetzt sagen, Video geht los. Viel Spaß dabei. Also, das ist hier der Tweet, der aktuell für gute Laune in der GTA Online Community sorgt und Rockstar Games schreibt in ihm folgendes. Diesen Sommer erscheint in GTA Online ein neues actiongeladenes Update mit seiner eigenen Art von Selbstjustiz. Außerdem gibt es neue inoffizielle Aufgaben für Vincent, Updates für den Creator-Modus und mehr. Und darunter gibt es auch ein Foto von zwei GTA Online Charakteren, welches Rockstar Games wie folgt beschreibt. Zwei GTA Online Charaktere, die gepanzerte Westen von Law Enforcement Agents tragen und dabei in der Nähe einer Gefängniszelle stehen. So, und ich habe mir den Tweet zuerst auf dem Sofa ganz entspannt auf dem Handy angeguckt und bin dann auf den Artikel gegangen und dabei ist mir etwas passiert, was ich in 10 Jahren GTA Online Updates noch nicht hatte, denn auf Twitter sehen wir ja, dass beide GTA Online Charaktere ein Law Enforcement Agent Badge auf der Weste tragen, aber auf der mobilen Version von dem Newswire Artikel sieht man dann nur die Dame mit dem Law Enforcement Agent Badge. Der Mann hat hier nur eine Marke vor der Brust hängen, aber dieses Logo, das fehlt. Super komisch Detail wirklich, was mich wundert, da diesmal mich darauf hindeutet, dass dieses Logo erst später hinzugefügt worden ist. Aber gut, ist jetzt auch nicht weiter schlimm oder so, wir halten uns jetzt auch nicht länger daran auf, ist mir einfach nur aufgefallen und deswegen wollte ich es gerne ansprechen. Denn an sich sehen wir hier im Hintergrund noch eine Gefängniszelle, die sehr wahrscheinlich in der Polizeistation von Downtown Los Santos ist, da es dort schon seit 2015 Zellen gibt. Es kann aber natürlich auch sein, dass Rockstar Games hier neue Gefängniszellen ins Spiel bringt oder vielleicht eine neue Polizeistation begehbar macht oder, das weiß man aktuell noch nicht, was man halt weiß, sie stehen vor Gefängniszellen. Was dann auch noch auffällt, ist diese überarbeitete Version vom Elektroschocker, denn es gibt ja schon eine Stungun in GTA Online, diese ist aber schwarz-gelb. Die vom neuen Screenshot hingegen ist schwarz, rot und blau. Die neue Stungun wurde also zumindest schon mal optisch überarbeitet, es wird sich dann also noch herausstellen, ob sie auch neue Funktionen hat. Vielleicht einen kürzeren Cooldown, einen Laserpointer oder sonst irgendwie sowas. Ansonsten gibt es dann keine neuen Details in diesem Foto zu sehen. Hier seht ihr noch die Überschrift des Newswire-Artikels, das ist aber genau dieselbe Überschrift wie auch schon vom Tweet. Los geht dann der Artikel wie folgt. Um es mit den Worten von Mort Eccles zu sagen, die Welt ist voller Abschaum und Dreck und es ist nur recht so, dass wir uns alle unseren Anteil daran nehmen. Diesen Sommer ist es an der Zeit für ein paar hochwertige Zielübungen, um die herumstreifenden Schurken des südlichen San Andreas mit deiner eigenen Kautionsvollstreckung und Kopfgeldjagd im nächsten größten GTA Online Update zu säubern. Zurück in der Innenstadt von Los Santos braucht Vincent Hilfe, um seine Autorität ohne offizielle Aufsicht durchzusetzen. Setzt euch also hinter das Steuer eures aufgemotzten Polizeicruisers und führt eine Reihe von inoffiziellen Vollstreckungsaktivitäten in Los Santos durch. Außerdem könnt ihr ab nächsten Monat mit neuen Werkzeugen und Requisiten individuelle hochkarätige Drift- und Drag-Rennen im Creator erstellen und vieles mehr. So, und dieser Abschnitt bietet gleich drei sehr wichtige Details. Erstens, es heißt, dass wir ab nächsten Monat mit neuen Werkzeugen und Requisiten neue Jobs im Creator erstellen können. Das heißt, das Update wird erst im Juli erscheinen und nicht mehr in diesem Monat, dem Juni. So, moin, die Ereignisse überschlagen sich. Als ich gerade das Video gerendert habe, habe ich mir nochmal den Newswire-Artikel von Rockstar Games angeguckt und habe festgestellt, sie haben den Newswire-Artikel nochmal verändert, denn tatsächlich steht jetzt in der englischen Version von dem Newswire-Artikel, dass dieses Update später noch in diesem Monat erscheinen wird. Das bedeutet, das Update wird nicht im Juli erscheinen, sondern jetzt doch schon im Juni. Ziemlich crazy, dass Rockstar Games das jetzt nochmal geändert hat und denen das vorher nicht aufgefallen ist, aber so wie es aussieht, wird das Update doch noch später in diesem Monat erscheinen. Später in diesem Monat kann bei Rockstar Games irgendwie alles möglich heißen. Es könnte sein, dass es vielleicht tatsächlich jetzt nächste Woche Dienstag am 11. Juni erscheint. Es kann aber auch sein, dass es erst Ende Juni erscheint. Das weiß man nicht. Aber was Rockstar Games jetzt definitiv geändert hat, ist, dass das Update im Juni erscheint und nicht im Juli, also Monat 06.
Jetzt aber auch zurück zu den bereits aufgenommenen Informationen, die sich dann auch nicht mehr verändert haben. Zweites sehr wichtiges Detail, was auch Tesfan auf Twitter angesprochen hat: Wir erhalten nun endlich die Dispatch-Arbeit, welche ursprünglich mit dem Cops and Crooks Update 2020 erscheinen sollte. Jetzt ist es also offiziell, das Cops and Crooks Update, also das Polizei-Update, erscheint nun unter neuem Namen und in abgeschwächter Version als Kautionsagenten-Update im Juli 2024. Etwas Ähnliches sah man damals schon mit dem geplanten Story-DLC für den Singleplayer, was dann auch abgeändert wurde für GTA Online und dann als Doomsday-Update erschienen ist. Und drittens, das neue Business, mit dem wir Geld im neuen Update verdienen werden, wird ein Kautionsvollstreckungsbusiness. Wenn also Leute Mist bauen und eigentlich ins Gefängnis müssten, bis sie die finale Strafe bekommen, können sie auf Kaution herauskommen. Diese Kaution muss man dann bezahlen, sobald dann aber die Verhandlung ist, müssen sie zurück zur Polizei gebracht werden und einige Leute wehren sich dagegen. Dann kommen Kautionsvollstreckungsbeamte ins Spiel, die diese Verbrecher auffinden und abliefern müssen. Weiter ist es dann auch noch das actiongeladene GTA Online Update dieses Sommers, bietet außerdem eine Reihe neuer Fahrzeuge, die es zu begehren und zu sammeln gibt und außerdem die erhöhte Auszahlung in einer Reihe bestehender Modi und Missionen, darunter Taxi Rack, Open Wheel Races, Operation Paper Trail und mehr. Also großes Wunder, mit dem neuen Update erscheinen auch neue Fahrzeuge, aber auch cool, dass Roxy Games nun den Payout für Taxi Work, Open Wheel Rennen und vor allem die Operation Paper Trail Mission erhöht, da die ja allesamt enorm schlecht bezahlt sind. Also mit diesem Update kommen auch wieder viele Quality of Life Changes nach GTA Online, was aber bereits seit einigen Updates der neue und vor allem angebrachte Standard ist. Als nächstes gibt es wieder einen neuen Screenshot vor dem LSK-Meet hier. Hier machen zwei Fahrzeuge ein kleines Rennen mit einigen Zuschauern, aber wichtig zu erwähnen, keines der hier abgebildeten Fahrzeuge ist neu. Auch nicht die Fahrzeuge, die man im Hintergrund sieht. Vielleicht fragt man sich dann, ja, aber wieso wird das Bild denn dann gepostet? Ja, weil hiermit Rockstar Games auf die neuen Creator-Updates hinweist. Denn Rockstar Games schreibt folgendes: Die neuesten Erweiterungen und Funktionen des Creators bauen auf den Tools auf, die von der Community bereits meisterhaft eingesetzt werden. Dazu gehören die Erweiterung der benutzerdefinierten Drift- und Drag-Race-Strecken sowie neue Einheiten in allen Strecken, von Fahrern, die Donuts machen, über hüpfende Lowrider bis hin zu Zuschaueranimationen und mehr. Das heißt, Jobs, die von der Community erstellt worden sind, können jetzt einfach noch lebendiger aussehen mit den neuen beweglichen Props oder auch, wie gesagt, Zuschauern, die Animationen abspielen, zum Beispiel eine Menschentraube, die die Fahrer beklatscht. Außerdem wird das Testen von Rennen jetzt einfacher, da die Ersteller jetzt Tests von jedem beliebigen Kontrollpunkt aus starten können. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, in Drag-Rennen mehrere Runden zu fahren, bevor ein Sieger ermittelt wird. Zudem gibt es dann noch eine Reihe neuer Verbesserungen, die der Community helfen sollen, ihre erstaunlichen Rennen, Deathmatches und mehr zu erstellen und zu teilen. Momentan muss man sich ja die von der Community erstellten Jobs mühselig im Social Club am PC raussuchen und hinzufügen, aber so wie es sich anhört, wird das Ganze bald leichter, was wirklich angenehm ist. Nächster Punkt ist da ein bisschen langweilig, da rede ich jetzt auch nicht so lange drüber, da schreiben sie nämlich folgendes: Wir sind immer auf der Suche nach tollen Jobs für die Community-Serie, also vergesst nicht, euren Job mit dem Tag #CommunitySeries zu versehen, wenn ihr ihn speichert oder in den sozialen Medien teilt, damit wir ihn uns ansehen können. Wenn ihr zum ersten Mal Jobs in GTA Online erstellt, können euch unsere offiziellen Anleitungen den Einstieg erleichtern. Okay, Glückwunsch. Dafür gibt es jetzt aber ein Foto vom neuen Pissstrahler der Marke Overflirt. Bis jetzt gab es ja hier nur dieses Foto von dem, von der seitlichen Ansicht mit gelber Lackierung. Nun sehen wir aber seine Front inklusive der Flügeltüren und einem knalligen Grün. Und jetzt geht es mal ein bisschen um die Quality of Life Changes in GTA Online, die mit dem neuen Update erscheinen werden. Als Teil unserer fortlaufenden Bemühungen, das Spielerlebnis in GTA Online zu verbessern, wird das diesjährige Sommer-Update eine Reihe von Verbesserungen enthalten, die auf eure Wünsche und eurem Feedback basieren, das über die GTA Online Feedback-Webseite geteilt wurde. Zu diesen Änderungen gehören ein erhöhter Timer für Verkaufsmissionen, um es Solospielern zu erleichtern, Biker- und Gunrunning-Verkäufe zu übernehmen, Snacks, die sich beim Start der meisten Missionen automatisch wieder auffüllen, verbesserte Verteidigungs- und Rüstungsfähigkeiten für den Sparrow und die Bombushka und vieles mehr. Also sehr gute Nachrichten für Solospieler hier an dieser Stelle. Mehr Zeit beim Business-Export ist wirklich sehr angenehm und automatisch volle Snacks bei den meisten Missionen ist auch ziemlich nice, aber das letzte, was dann richtig gut ist, ist verbesserte Verteidigung und Bewaffnung für den Sparrow und die Bombushka. Zwar keine Ahnung, wer die Bombushka noch benutzt, aber Sparrow-Verbesserung immer gerne her damit. Der ist wirklich so fragil wie ein Weinglas. Da wir weiterhin die Auszahlung überwachen und ausbalancieren, um sicherzustellen, dass alle Missionstypen Spaß machen und sich lohnen, werden wir die Basisauszahlung für Spieler erhöhen, die an Open Wheel Rennen, Taxiarbeit und vielen Kontaktmissionen teilnehmen. Ja, aber das habt ihr doch schon weiter oben gesagt, Rockstar Games. Warum denn jetzt hier nochmal ansprechen?
erreichen. Zum Ende gibt es dann noch zwei Abschnitte, von denen einer um GTA Plus geht und somit nicht so interessant ist, der andere aber Infos über zukünftige Eventwochen gibt und das hört sich sehr verlockend an. Und bedenkt, morgen ist schon wieder Donnerstag, das heißt, morgen geht eine neue Eventwoche los und wenn wir Glück haben, wird morgen schon die Eventwoche ziemlich nice sein. Aber jetzt erstmal GTA Plus News, denn GTA Plus Mitglieder auf PlayStation 5 und Xbox Series erhalten den neuen Overflirt Pipistrello bzw. Pissstrahlo kostenlos als Teil ihrer Mitgliedsvorteile am Tag der Veröffentlichung des Sommer-Updates, eine Woche bevor er für alle anderen Spieler verfügbar ist. Und bis August erhalten GTA Plus Mitglieder weiterhin noch jeden Monat einen Extra-Bonus von 1 Million $ zusätzlich zu ihren üblichen $500.000 zusätzlich zu allen anderen tollen Mitgliedervorteilen. Also sehr frech, GTA Plus Mitglieder können sich den Pipistrello wirklich 7 Tage vor allen anderen Spielern for free holen. Das heißt, wir normalen Spieler müssen nicht nur Geld für ihn ausgeben, sondern auch noch 7 Tage länger auf ihn warten. Auf diese Kack-News erstmal gute News, denn nun heißt es, bleibt am Newswire dran für weitere Details zu den Neuerungen in GTA Online in diesem Sommer, einschließlich unserer alljährlichen Feier zum Unabhängigkeitstag, zusätzlichen Boni für den Shop, The Contract und mehr. Folgt uns auf jeden Fall dann auch noch auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube und unserem neuen offiziellen WhatsApp-Kanal für noch mehr Updates. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr aber auch gerne dem Slack-WhatsApp-Kanal folgen, da erfahrt ihr nämlich immer, wenn ich ein neues Video oder auch einen neuen Stream mache, Link dazu in der Videobeschreibung. Aber die gute Nachrichten im letzten Abschnitt waren jetzt zusätzliche Boni für The Chop Shop und The Contract und noch mehr. Das heißt, die zukünftigen Eventwochen vor dem Update-Release sollen sich wohl wieder geldtechnisch wirklich lohnen, denn besonders im Contract-Update kann man mit Geldboni wirklich sehr viel Kohle verdienen. Gut, Freunde, das war es jetzt aber auch wirklich mit dem neuen Video und allen neuen Informationen, die jetzt in diesem Newswire enthalten waren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Teilt das Video super, 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 super gerne mit euren Freunden und Kollegen. Bis wir uns jetzt auch wiedersehen, würde ich sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und ciao.